Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei dieser Preview von dem neuesten Tier 7 Premium Panzer dabei seid. Und ihr hört es richtig, es ist ein Premium Panzer, kein Belohnungspanzer, sondern diesen Panzer kann man sich bald kaufen. Warum sage ich bald? Es ist leider aktuell noch nicht bekannt, wann er denn wirklich erscheinen soll. Aber normalerweise bekommen wir YouTuber, die gar nicht so viel vorher zu zeigen, beziehungsweise wir bekommen ja auch immer ein frühestmögliches Datum. Das ist heute am 3.6. nämlich der Fall. Und ich denke mal in Anbetracht dessen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis jeder sich diesen Stufe 7 schweren Panzer kaufen können wird. Wir schauen natürlich einmal die Optik an und sehen, dass der VK 4503 da ganz besonders ist. Gerade wenn man ihn mit dem Tiger 1 oder dem Tiger P vergleicht. Alle anderen sehr steil und gerade in der Form, lediglich der VK hier schon sehr, sehr, sehr schräg. Sogar die Seiten sind etwas schräger als beim Tiger P und beim Tiger 1, wie man hier gut sieht, oder natürlich auch der Turm. Sehr eigenständig. Ein auf jeden Fall optisch sehr spannender Panzer und auch von den technischen Daten müssen wir hier sagen, haben wir hier was zu sehen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das an Daten, was uns das Spiel gibt. Das ist nämlich mittlerweile sehr umfangreich und gut geworden. Und neben den Credits ist für einen Premium-Panzer natürlich auch immer die Besatzung wichtig. Hier haben wir jetzt gerade keine Besatzung drin, kommt natürlich gleich. Für die technischen Daten bzw. die Vergleichsdaten ist es jetzt wichtig, dass wir wirklich hier die Basiswerte vergleichen. Allerdings wichtig ist hier Kommandant, Richtschütze, Fahrer, Funker, Ladeschütze. Das ist genau das gleiche Lineup, wie alle anderen auch haben. Also von dem her kann man den wirklich gut als Trainer für die Besatzung nehmen. Die Ausstattung. Ganz besonders ist hier natürlich das Geschütz hervorzuheben. Denn das Geschütz ist das, was auch auf dem Tiger P und dem Tiger 1 ist. Nämlich das 8,8 cm KBK 43 L71. Jeder hat seinen eigenständigen Turm. Wir haben zweimal einen Maybach-Motor und beim Tiger P selbstverständlich einen Porsche-Motor und die Funkgeräte beim Tiger 1 und Tiger P gleich. Aber das ist nicht so kriegsentscheidend. Wichtiger werden jetzt natürlich die technischen Daten sein. Technische Daten ist der Standardschaden bei allen drei Panzern aufgrund des gleichen Geschützes gleich und auch der Standard-Durchschlagskraft ist bei allen dreien gleich. Die Feuergeschwindigkeit ist beim VK mit 7,45 Schuss pro Minute etwas schneller als beim Tiger P mit 7,28. Lediglich der Tiger 1 hat hier nochmal eine schnellere Feuergeschwindigkeit mit 9,3. Geschnitzte Nachladezeit 8,1 Sekunden, bis man wieder feuern kann. 8,2 beim Tiger P, also der muss sich hier knapp geschlagen geben. Und der Tiger 1 hat da lediglich 6,4. Dafür haben wir eine tolle, schnelle Turmdrehgeschwindigkeit mit fast 23 Grad pro Sekunde. Lediglich der Tiger P hat hier 24 Grad pro Sekunde, der Tiger 1 deutlich abgeschlagen mit 18,77. Ebenfalls positiv zu erwähnen ist der Höhenrichtbereich bzw. der Richtbereich des Geschützes, nämlich minus 8 Grad nach unten, plus 14 Grad nach oben. Der Tiger P kann lediglich minus 6 nach unten, dafür aber mit 3 Grad mehr nach oben etwas besser als der VK. Und der Tiger 1 muss sich hier komplett geschlagen geben, nämlich mit minus 7 und plus 13. Eine der ganz tollen Besonderheiten, die der VK mit sich bringt, ist die Zielerfassung. Die Zielerfassung ist nämlich in 2,1 Sekunden deutlich schneller als bei den Mitbewerbern. Der Tiger P braucht ganze 2,8 und selbst der Tiger 1 2,6. Also man sieht, die Zielerfassung ist da wirklich beim VK sehr schnell. Ebenfalls die Streuung ist bei ihm am besten, nämlich mit 0,32 auf 100 Meter. Da ist sowohl Tiger P als auch Tiger 1 mit 0,33 auf den letzteren Plätzen. Der mittlere Schaden ist dementsprechend etwas besser beim VK als beim Tiger P, nämlich 1788 zu 1746. Natürlich aufgrund der Nachladezeit macht der Tiger 1 den ersten Platz mit 2242. Bei den Hitpoints, da muss sich der VK ganz klar geschlagen geben, 1400 zu 1450, beziehungsweise der Tiger 1 sogar 1500. Bei der Panzerung, da kann man den Tiger 1 und den VK
gut vergleichen, denn die haben nominell nämlich die gleichen Werte mit 180-80, sowohl Wanne als auch Turm. Da hat der Tiger P nämlich satte 200 an der Wanne. Man muss aber sagen, wir haben ja schon gesehen, der VK ist deutlich schräger. Dementsprechend haben wir natürlich nominell und je nach Winkel ganz andere Werte gegenüber Tiger 1 bzw. Tiger P, die teilweise zum Vorteil auf jeden Fall sein können. Er hat das höchste Leergewicht. Wir haben 700 PS zu 670. Wir haben nominell die schlechteste gewichtsbezogene Leistung mit 10,77, aber eine Höchstgeschwindigkeit angegeben von 38 km/h. Der Tiger P hat 35 und der Tiger 1 sogar 40. Wo er wieder am schnellsten ist, ist beim Thema Drehen und Wenden. Drehen nämlich 29 Grad pro Sekunde, der Tiger P hat 23 Grad und der Tiger 1 immer noch beachtliche 27 Grad. Die Tarnung ist er am schlechtesten, wobei die Tarnung ich bei einem Heavy Tank jetzt unbedingt nicht in den Vordergrund stellen will. Deswegen würde ich sagen, es bedarf oder es langt mit den Worten, er hat hier die schlechtesten. Sichtweite alle 380 Meter und die Funkweite hat er eigentlich die schlechteste mit 647, aber ich denke, das reicht aus. Gut, das war's erstmal zu den technischen Daten. Ich werde den Panzer mit der Lüftung fahren. Ich werde den Panzer mit der Zielerfassung fahren und den Ansetzer für die Nachladezeit. Und ich habe auch schon eine Crew vorbereitet. Wir haben hier, wir sehen Waffenbrüder, wir sehen Sechster Sinn, Reparatur. Wir sehen hier Waffenbrüder, ruhige Hand, Brandbekämpfung. Geländespezialist, Meister am Bremshebel, fahren wie auf Schienen. Waffenbrüder, Brandbekämpfung. Also ich wollte es jetzt nicht zu proppe vollpacken, sondern so, dass es ein realistisches Bild vermitteln wird. Das Äußere. Ich denke, da kommt jetzt nichts hervor, wo man jetzt sagt, wow, das habe ich noch nie gesehen. Zumindest wäre mir jetzt keine Tarnung sofort neu auf den ersten Blick. Die nehmen wir noch mit. Und auch hier bei den Verbrauchsgütern nehme ich eine kleine Ersatzteilkiste, nehme einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten und lediglich automatischen Feuerlöscher, weil ich, wie gesagt, ein Bild zeigen will, wie man es auch spielen wird. Wir haben ganz normal AP, wir haben APCR und HE. Man sieht auch ganz schön immer natürlich auch die Durchschlagskraft auf die Distanz bei der Munition. Ich denke, das war es dann jetzt aber auch hier aus der Garage und jetzt ist es für uns alle viel spannender, wie er sich im Gefecht macht. Also lasst uns mal eine Runde mit ihm drehen und schauen, ob er was kann oder eben nicht. Ja, und da sind wir jetzt also schon mit dem VK und sehen ihn hier in seinem besten Ausführkleid und zwar in einer der Tarnungen selbstverständlich. Wenn wir so um uns rum sehen, sehen wir, wir haben mit dem Matchmaking Glück gehabt. Wir sind in ein 7-6er-5er-Gefecht und sind im Modus Angriff. Wir sind das angreifende Team und müssen auf die anderen Spieler aufschließen. Ja, einen Zug werde ich jetzt nicht bilden, aber ich will euch natürlich zeigen, was so möglich ist. Ich werde jetzt entgegen meiner üblichen Weise jetzt nicht da auf den Hügel gehen und snipen, sondern ich will euch den natürlich im Angriff zeigen. Die Neigung und die Steigung der Kanone. Wie ihr seht, wir haben 72 Granaten an Bord und da ich selber ein großer Fan der deutschen schweren Panzer bin, hoffe ich, dass ich dem hier Ehre erweisen kann. Der MT-25 fährt da schon direkt an die Front, um zu spotten. Oh, sorry. Das war keine Absicht. Entschuldige mich auch gleich. Den wollte ich da jetzt nicht in seine Parade fahren. Eigentlich ist der andere Weg da oben im Norden, die Nullerlinie, schöner. Die habe ich eigentlich lieber, aber man nimmt ja das, wie man gespawnt worden ist.
Weil mit einem schweren Panzer, auch wenn er für einen schweren Panzer eigentlich recht agil ist, aber da tut man sich ansonsten nur nochmal etwas schwerer, wenn man nochmal ganz über die halbe Map fahren muss, weil da ist das Spiel halt einfach sonst schon halb rum. So, der Komet, der da hier schon zu sehen war. Jetzt müssen wir uns erstmal, wir machen hier ein ganz entspanntes Spiel. Wir machen jetzt hier nichts überhasten oder sonstiges, aber so ein bisschen mal, dass wir wirken können. Der MT-25 ist leider nicht zu beschießen. Eine Arti, zwei TDs im Spiel. So, der Chinookai hat da den ersten bekommen. Und hier direkt den zweiten. Fluggeschwindigkeit ist angenehm. Oh, jetzt habe ich den MT. Den würde ich ja definitiv gerne wegholen. So, Treffer Nummer 1. Und jetzt merkt er auch, dass er da beschossen wird von vorne. Und jetzt kümmere ich mich da um den T-43. Beziehungsweise hatte das vor. Jetzt fahre ich hier so ein bisschen drauf, dass ich nicht von links beschießbar bin. Und hier aktuell die Lag-Spikes, die irgendwie gekommen sind, ist wohl mit XVM. Das ist gerade in der Änderung. So, und auch rammen kann man mit dem. So, auf die Su. Und jetzt geht es hier weiter. Geschwindigkeit, Mobilität ist für einen schweren Panzer wirklich fein. Da gibt es nichts zu maulen. Natürlich ist er jetzt keine Bergziege, aber das kann man auch einfach nicht erwarten. Jetzt würde ich sagen, mache ich hier mal die Vorhut. So, ein bisschen aufpassen auf die Arti hier. Aber die zieht sich eh sofort weg und dementsprechend können wir hier weiterfahren. Ich hoffe, dass sich da der KV-1 drum kümmert und Konsorten, aber das schaut ganz gut aus. Na, auch wenn man eine schnelle Zielerfassung hat, aber so schnell dann doch nicht. So, der T-150 da vorne. Ah, der ging noch weg. Oh, Stuber Emil. So, jetzt repariere ich mal lieber. Und hier haben wir da nochmal einen Treffer landen können. So, jetzt ist mein Motor so weit hinüber, aber auch wenn er jetzt so ein bisschen kaputt ist, hindert uns jetzt nicht hier weiterhin Spaß zu haben. Und jetzt werde ich mich da mal um den T-150 kümmern, weil da scheint zumindest der KV-13 ein bisschen überfordert zu sein. Ich muss noch auf die Uhr schauen. Weil jetzt natürlich mit dem kaputten Motor dauert natürlich alles etwas länger. Aber ich glaube, der kommt eh da unten lang. Dementsprechend bleibe ich mal hier, bevor ich dem da nachfahre. Außerdem tue ich mich einfach ein bisschen leichter, wenn ich da hier bleibe. So, Cappen brauche ich nicht. Das machen schon die anderen beiden.
Aber so ein kaputter Motor, der tut natürlich weh. Im Sinne von, da dauert es alles viel, viel, viel länger. Ich glaube, der T150 will mich jetzt trollen. Jedes Mal, wenn ich ansatzweise nachkomme, fährt er woanders hin, als ich es erwartet hatte. So kann man natürlich auch ein Let's Play durchbringen. Vielleicht stellt ihr euch jetzt einfach irgendeine lustige Musik gerade vor und kaum habe ich es endlich geschafft, ihn praktisch fast zu erspähen, ist er auch schon hinüber. Vielleicht kommt ja da der T29 noch rum oder der Churchill. Aber ich glaube fast, dass da nicht mehr viel passiert. Nee, nicht mehr zu beschießen. Gekappt wurde, also von dem her ist die Runde damit beendet. Jetzt schauen wir mal, was so die Runde an XP und an Credits gebracht hat, weil natürlich, man will ja auch einen Panzer, der Credits einbringt. In der Teamwertung, sowohl im Schaden als auch in den XP sind wir mit 2136 Hitpoints bzw. Schaden auf dem ersten Platz gelandet und sehen 12 Schüsse, 9 Direkttreffer, 9 Durchschläge. Wir haben Gesamtschaden 2100, davon 746 über 300 Meter, konnten Schaden ermöglichen und auch ein bisschen was abwehren. Und unterm Strich, und das ist der wichtige Faktor, sind 57.000 Credits hängen geblieben. Ja, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Persönlich muss ich sagen, es ist ein Panzer, den ich mir definitiv holen werde. Er spielt sich sehr gut, spielt sich sehr vernünftig und für alle, die aktuell eh schon die deutschen Panzer gerne haben, die werden mit dem auf ihre Kosten kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen, einen Kommentar oder sogar ein Abo dalassen. Ich freue mich sehr. Bis bald, euer Alcaramba.